Ja, es war ein Intro von einer Tuschia, ein andalusisches Stück von Tuschia de Kamal. Hi, halli, hallo. Jo, ich habe erstmal willkommen, herzlich willkommen alle. Ich heiße Mohammed Rudir, Utbauer hier in Berlin, Kreuzberg, seit 2010. Ich habe das sozusagen erstmal am Anfang als Nebenjob angefangen, 2006, 2007. Und seit 2010 bin ich hauptberuflich als Instrumentenbauer hier in Berlin tätig. Genau, diese Werkstatt hat auch natürlich verschiedene Etappen gehabt, meine Arbeit auch. Und genau, das ist jetzt zu sagen, eine große Freude für mich jetzt auch, diese Werkstatt und Laden hier in Kreuzberg euch das vorzustellen. Und ihr werdet auch sozusagen die Möglichkeit auch haben, diese Prozesse von den Instrumenten oder dieses Instrument kennenzulernen. Erstens. Und ich würde auch sozusagen einiges, was sozusagen in der Geschichte ein bisschen erzählen, aber halt auch, was ich glaube, am meisten auch für euch interessanter, wie ist diese Ut jetzt in unserer Zeit gerade? Ich würde jetzt erstmal den ersten Raum, wo wir jetzt stehen, ist der Showroom zu sagen oder der Verkaufsraum, der Laden, die Boutique. Da habe ich, sagen wir, meine Produkte. Und da ich jetzt, sagen wir, sehr viele Jahre auch mit ganz vielen Lehrern arbeite, habe ich auch jetzt, sagen wir, von UT-Kategorien, auch was jetzt zu sagen mit dem Budget von der Kundschaft, angepasst. Und seit 2-3 Jahren jetzt ist auch bei mir möglich zu sagen, dass man auch, sagen wir, für mich ist kein Anfänger UT zu sagen, sondern weil ich jetzt auch mit Profimusiker, die auch als zweites oder drittes Instrument dieses benutzen, sozusagen den Ud haben wollen. Und das muss natürlich für viele jetzt sozusagen nicht wie das erste Instrument sehr, sehr teuer, aber halt natürlich die Qualität oder halt die Normen, was jetzt ein Instrument, ein Musikinstrument sein soll, das heißt für Klang, Funktionalität, Bequemlichkeit, alles sollte eigentlich richtig wie alle anderen Instrumente natürlich sein. Ne? Ich mache ein bisschen jetzt erstmal mit meiner Kamera euch ein bisschen die Räume und dann in jeden Raum würde ich erstmal auch kurze Sachen erzählen. Genau, hier habt ihr jetzt sozusagen erstmal, wo ich jetzt mit dieser Ut oder in dem Raum, wo die Instrumente, wenn ihr erstmal in dem Laden reinkommt, dann wird ihr in diesen Raum erstmal reintreten. Hier haben wir erstmal die Seite von dem Ut, was auch auf Deutsch genau heißt, Kurzhalslaute.
Und genau ist das auch sozusagen, dass man auch so bei der Lautenfamilie oder Oud-Familie gibt es natürlich noch andere Instrumente, die auch zum Beispiel, der hier ist ein Balama, ein Saz, was auch ein Langhalslaute heißen könnte. Ja, und da haben wir jetzt erstmal hier die Runde. Und was ihr auch dort sozusagen um die Ecke sieht, neben der Cello, ich mache jetzt meinen Stuhl raus. Und genau das sollte auch sozusagen auch eine Laute, die jetzt auch in Afrika eher gerne benutzt ist. Das heißt Gumbri, das ist eigentlich so ein Holz, die man eigentlich sozusagen ausgehöhlt hat und eine Haut. Und das ist nur, wenn wir jetzt geschichtlich an diesem Instrument gehen, das ist genau das, was steht. Das ist ein Stück Holz, die man ausgehöhlt hat und dann mit einem Tierhaut drauf und dann natürlich der Hals oder der Griffbrett. Und dieses Instrument ist noch auf seinen sehr, sehr alten, ursprünglichen Zustand noch zu sehen. Oder es wird auch immer noch gespielt. Genau, das ist jetzt erstmal kurz hier und dann hier kommt hier zu dem zweiten Raum. Ich habe die Räume jetzt neulich sozusagen noch vergrößert und die habe ich jetzt mehr Platz. Und hier habt ihr jetzt sozusagen der Ort, wo ich jetzt sozusagen diese Instrumente am Endstation. Das heißt, genau, wir kommen auch in den hinteren Raum gleich, wo ich auch noch sozusagen. Und dann gehen wir nach hinten. Da seht ihr auch ein bisschen von dem Hölzer, die ich auch hier habe. Und dann kommen wir in diesem Raum, ich sage der Grobraum, da passieren sozusagen die Grobarbeiten. Was betrifft, sagen wir so, dieses Instrument, da haben wir, ihr könnt sozusagen für den Korpus. Der erste Teil, was man jetzt sagen wir bei einem Instrument baut, ist war natürlich der Body oder halt der Klangkörper. Insgesamt ist jetzt der, sagt man auf Deutsch, die Schale. Ja, ein ganz hohler Klangkörper, der auch genau, wenn ihr euch sozusagen für einen Bootsbau, das heißt, ein Boot wäre, das ist dasselbe Prinzip. Ja, da hat man vorne einen Klotz und hinten, wo die jetzt diese, upsa, ich jetzt hier. Genau, das sind, sagt man auf Deutsch, Rippen. Und das wird sozusagen genau, was man am Anfang macht, dass man sozusagen hier ist ein Form. Und das habe ich auch selbst entwickelt, zu sagen, dass ich den auch sozusagen verstellen kann, was ihr auch diese Achse, die in der Mitte sind, um meinen eigenen Fall sozusagen immer was verändern kann. Späne zu sagen oder Rippen zu biegen, da braucht man natürlich sozusagen früher Feuchtigkeit und Wärme, das ist Holz, ne? Das ist eigentlich schon
ein Naturmaterial, den man auch sozusagen mit Feuchtigkeit und auch Wärme den biegen kann. Da habe ich jetzt hier ein für mich auch so eine Bigform entwickelt, der ist jetzt, sagen wir, ja, nicht im, sagen, noch nicht, aber halt, das heißt, ich bekomme erstmal, ich nehme erstmal, das allererste sind sozusagen diese Brettchen, die sind 3 bis 4 mm dick. Und die können in der Breite 2,5 bis 4 cm breit und die Länge, je nach das Instrument, aber die Länge würde es ungefähr bis 70 cm. Diese Bretter werde ich sozusagen, ich mache die erstmal feucht, sozusagen im Wasser ein bisschen. Und natürlich, diese Hölzer sind davor schon sehr trocken und das die zu sagen, diese Phase ist sehr wichtig, ganz, ganz am Anfang, dass die Hölzer alle Säfte, alle Harze und so Sachen, was in dem Holz gewesen zu sagen, rausgehen. Und danach natürlich, wenn wir jetzt zu sagen, diese Hölzer im Wasser tun, die würden dann erstmal weich ein bisschen. Und wenn ich jetzt zu sagen, auf diese Big Form draufstelle, dann kann ich die sozusagen langsam nach hinten, sozusagen diese runde Form noch hinbekommen. Und das passiert genau. Das ist nicht, natürlich ist die Wärme, aber halt, wenn es das eigentlich, das ist der Dampf. Ne? Da muss man diese Hölzer dämpfen eigentlich, um genau zu sagen. Wenn wir sozusagen erstmal mit dem Korpus hier sozusagen erst rankommen. Da haben wir mit dem ersten, von hier kann ich es sozusagen am besten, wenn man jetzt sagen wir mit dem ersten beginnt, hier genau in der Mitte, der Zahl ist immer ungerad. Das heißt, man hat zum Beispiel früher, ganz, ganz früher zum Beispiel beim Renaissancezeit, da waren 9 Spinnen, aber der Korpus war viel kleiner. Hat sich auch mit der Zeit auch weiterentwickelt und dann würden immer mehr. Das heißt, von 9 würden 11 und dann 13. In den letzten Jahrhunderten waren es stabil 15 Stück. Das heißt, in der Mitte eine und dann von beiden Seiten sozusagen 7 Stücke. Inzwischen jetzt in unserer Zeit benutzen auch einige diese Zahl weniger, weil das ist schon zu breit und wenn man jetzt sagen wir den Korpus richtig glatt, dann sollte man ein bisschen weniger von der Breite nehmen, zwar ungefähr 3 cm, dann werden natürlich mehr als 15 werden und dann kommt es sozusagen auf 17 oder 19 oder halt bis 21. Ne? Einige machen es sogar mit 21 Stücke. Das ist jetzt die erste Phase, was wir jetzt sagen. Und wie gesagt, wirklich, das ist echt genau der Bootsform oder halt genau das gleiche Prinzip wie ein Boot. Kann man auch so im Wasser. Der zweite Teil von dem Instrument natürlich, das ist die Decke oder die Resonanzdecke, wie man das genau sagt. Und die ist am meisten aus Fichte und die Resonanzdecke sollte eigentlich eine gleiche, das ist genau, wenn man jetzt so ein Brett nimmt, ungefähr 20, 22 Zentimeter breit, die Länge natürlich um die 55 Zentimeter. Und das muss man genau in, dann nimmt man so ein Brett, was man in der Mitte noch sägt und dass man sozusagen die gleiche Maserung und Farbe haben kann, dass man das genau wie ein Buch sozusagen öffnet, wird man in der Mitte das kleben und dann entsprechend auch die Dicke runtergehen und die Schalllöcher kommen dann und dann sind auch
sozusagen unter der Decke Balken. Die sind dafür auch so sehr, sehr wichtig für den Klang für die, und die Stabilität, das ist jetzt auch bestimmt auch ein ganz, das ist kurz zurück, welche Hölzer, kommt immer die Frage von meine Kundschaft, welche Hölzer benutzt man für den Korpus? Da sage ich immer, Fruchtbäume sind sehr, sehr gut geeignet, alle Fruchtbäume, egal wo man jetzt so Apfel, Birne, Kirsch, anheimische Hölzer haben kann. Natürlich gibt es noch die anderen exotischen, die wie Palisander oder halt Cocobolo, so Sachen, die auch bei anderen Instrumenten benutzt werden. Die Eigenschaften, die bei diesem Holz sehr wichtig für den Instrumentenbau sind, zwar eigentlich mehrere, aber die zwei, die wichtigsten sind die Dichte. Wie dicht ist dieses Holz? Das heißt, wie wird auch zu uns sozusagen die oder halt die Schwingungen Übertragung bei diesem Resonanzkörper, das bestimmt ist auch die Dichte und auch dann die Elastität. Die Elastität ist auch sehr wichtig, um für die Schwingungen sozusagen, um vorher zu sehen oder zu benutzen oder halt um zu entscheiden, welche Hölzer, die man jetzt auch benutzen kann. Man kann auch zwei, drei bei verschiedenen Arten. Am meisten sagt man, okay, man will auch eine Seele haben. Man kann auch aus nur einem Stück einen Korpus bauen, der auch sozusagen dann mit dem auch, dann kommt er es dann auch der Hals. Der ist erstmal in diese grobe Form. Das wäre jetzt hier die zweite Phase, um den Wirbelkasten noch dann reinzubauen. Die Verbindung, die man hier haben kann zwischen Korpus und der Hals, da kann man sozusagen einen Dübel sozusagen verbinden oder einen Zapfen, der jetzt auch größer ist. Das ist erstmal das. Ich hole noch den Wirbelkasten, kann ich euch gleich zeigen. Okay, bin wieder hier. Da ist erstmal die zweite, sagen wir, die zweite Phase vom Hals. Und dann hat man so einen Hals, der Griffbrett da drauf, in dem Form. Und dann kommt es ein Wirbelkasten. Was jetzt, sagen wir, danach so sehen wird. Genau, das sind die alle wichtigsten Teile, die jetzt sozusagen erstmal schnell erklärt. Ich kann euch auch sozusagen ein paar Sachen über dieses Instrument, was uns jetzt betrifft. Dann gehe ich wieder nochmal zu dem ersten Raum. Ich nehme einen besseren Hintergrund. Gut. Genau, was betrifft auch sozusagen dieses Instrument, Oud heißt das, OUD oder UD oder L-Oud, was auch so ein Ast oder Holz heißt. Und in unseren Zeiten gibt es auch bestimmte Begriffe, die auch sozusagen im Volksmund oder halt bei vielen Menschen benutzt wird. Und mit dem
sagen wir jetzt mit ganz einfachen Wörtern. Zum Beispiel gibt es auch viele, die mir, zu mir kommen und mich fragen, ey, was ist ein türkischer Ud, was ist ein arabischer Ud, was ist orientalischer Ud? Da sage ich immer sozusagen, eine Gitarre ist eine Gitarre, eine Geige ist eine Geige und ein Ud ist auch ein Ud. Das ist nicht sozusagen das, eine ganz andere Gitarre ist, wenn es jetzt in Frankreich oder in Deutschland oder in Spanien gebaut wird. Es ist dasselbe und bei Ud auch. Es gibt kleine Unterschiede bei der Größe und das ist bei allen Instrumenten, aber das ist nicht, das ist zu sagen, der Grund, um jetzt mit Türkisch oder Arabisch oder halt im Hintergrund ist natürlich, kann man das nur verstehen, dass es eine Vermarktung von den Instrumentenbauer Strategie gewesen oder ist, wo es jetzt jeder werbt natürlich für seine Region. Ja. Ein kleiner Unterschied bei diesem Instrument, ich hole noch ein Ud in der Hand und dann kenne ich, sagen wir, noch kurze Sachen. Genau, jetzt habe ich jetzt hier zwei Ud, was kleine, sagen wir auch, was für dieses Instrument oder als Zupfinstrument die Entwicklung, zum Beispiel die Saitenzahl. Wie viele Saiten gibt es, wie man dann bei Ud auch so feststellen können, das ist gleich fast sozusagen, sagen wir seit den Barockzeiten eher, wo es auch die Gitarre noch, oder die Gitarre wurde auch entwickelt, wie es auch früher waren, auch Gitarren, die mit erst mit vier Saiten und sogar Doppelsaiten, gibt es immer noch in Südamerika oder in verschiedenen Regionen, die noch zu sagen in ganz alten Ursprung. Und da habe ich zum Beispiel ein Ud hier als Modell mal gebaut. Der ist noch viel schmaler. Und das heißt Quitra oder Quitara. Die ist noch in Nordafrika zu sehen, in Algerien ist besonders am meisten. Und die ist sozusagen noch in dem Ursprung, wo es auch der Seitenzahl auf vier Chöre, das heißt vier doppelte Saiten. Und das war erstmal, sagen wir, noch der Zustand, als dieses Instrument in Südspanien oder halt in Andalusien angekommen. Und dann kam dann die Entwicklung weiter auf fünf Doppelsaiten bis zum letzten Jahrhundert, wo es auch zu sagen die sechste Saite kam. Da kann man auch das auch genauso beobachten bei der Gitarre zum Beispiel. Und da habe ich jetzt hier ein Instrument, erstmal um die Stimmung oder halt sozusagen, was dieses Instrument für Saiten haben konnte. Der hat jetzt zwar, der ist jetzt mit sieben. Ist gerade in unserem Jahrhundert ein bisschen eine Seite mehr, statt sechs, dann sind sieben. Und, aber halt, das ist eigentlich wie bei der Gitarre, dass alle am meisten benutzt, alle, sagen wir 90 oder sogar 98% der Ud-Spieler spielen immer noch auf sechs. Das heißt, da gibt es auch bei Ud nur ein klein Unterschied, wo es ja zu sagen die Musikrichtung ein bisschen sich verändert hat oder halt um zu unterscheiden, wenn man jetzt sagen wir die türkische Musiker benutzen
eine bestimmte Stimmung, aber die ist nicht sozusagen anders, was man eigentlich wo in den ganzen anderen Orte benutzt ist. Von C zu C, sagen wir, das ist das am meisten. Sage ich jetzt hier zum Beispiel, da habe ich jetzt hier die höhere erste Saite weg. Da haben wir erstmal zum Beispiel eine C, eine G, eine D, eine A, eine F und eine C, tiefe Saite. Einige haben jetzt, sagen wir, in Mitte 50er Jahren auch gesagt, okay, wir wollen diese Bordun eigentlich, diese einzeltiefe Saite ist unbenutzt als Begründung, aber halt natürlich für das gesamte Spektrum, für den Klangspektrum spielt eine große Rolle. Ob es jetzt, sagen wir, ein Instrument, der wärmer ist. Aber es gab natürlich mehr Techniker, Spieler, die auch sozusagen noch mit instrumental viel mehr getan haben, wie Munir Bashir zum Beispiel. Und dann haben die sozusagen diese tiefe Saite rausgenommen und dann haben die sozusagen mit einer noch höheren Saite, mit einer F, ja, was eigentlich noch viel näher an der Gitarre. Das heißt, drei höheren oder eigentlich statt eine E, dann ist eine F, statt eine C, dann ist eine C und dann ist hier gleich wie bei der Gitarre G, D, A und dann hier wäre zu sagen eine E, dann ist hier eine F. Und was die türkische Musiker machen, die ziehen alle Saiten einen Ton höher. Das ist alles. Aber natürlich, das muss ich immer wiederholen, weil viele machen den Fehler, dass sie jetzt sozusagen einen Satz, U-Satz kaufen, zum Beispiel der jetzt für eine C-Stimmung und die nehmen das sozusagen für eine D-Stimmung, ja, einen Ton höher. Das wäre für das Instrument ja nicht so gut, weil es die Spannung dann zu hoch. Wenn alle Saiten ein, das heißt, es gibt einen Satz, der am meisten steht türkisch, aber halt genau, es gibt für diese Stimmung einen Extrasatz. Und natürlich für dieses F-Saite, wenn man jetzt sagen wir am meisten sieht, das sind zwei Nylon-Saiten, das heißt, dass dieser Satz eigentlich am meisten von C zu C ist. Und da kann man jetzt auch nicht sozusagen sagen, oh, ich möchte jetzt die F-Saite benutzen oder die Stimmung von F zu F und dann, dass ich jetzt sagen wir, von C bis zu F ist sehr, sehr viel für das Instrument. Das heißt, für die F-Saite sollte man auf jeden Fall die richtige Saite nehmen. Jo. Da habe ich jetzt am Anfang nicht gefragt, ob es jetzt Fragen vom Publikum zu sagen geben sollte. Mein Lieblingsinstrument auch, ein Rahmentrommel, kenne ich jetzt kurz irgendwie auch für uns jetzt kurz eine kleine Session machen. Zum Beispiel mit Samaitari. Das ist ein ganz sanfter, aber auch langer Rhythmus, der auch so sehr ja, bei Moshart oder die alte Musik auch sehr gerne benutzt wurde. Ein 10/8. Ja,
Ich sehe schon, das wäre schon am Ende. Das ging schnell. Ich hoffe, dass ich jetzt euch was ja, erzählen konnte, Neues für euch von Eva. Dankeschön, das ist sehr interessant. Vielen, vielen Dank. Freut mich. Vielen, vielen Dank. Auch danke, danke. Es hat mich auch sehr große, große Freude, bei euch oder heute hier sozusagen den Workshop live gemacht zu haben mit Expolingua. Und ja, bei auf jeden Fall bei einer nächsten Gelegenheit würde mich noch freuen. Dann schönen Samstag noch und bis bald. Vielen Dank.